Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Let's Play von mir mit Total War Attila und diesmal, ihr seht es ja schon, mit dem Kelten-DLC und ich möchte mich vorweg erstmal bei Creative Assembly dafür bedanken, dass sie mir schon die Chance gegeben, ein bisschen früher mal reinzuschauen und ich dachte mir, komm, gucken wir uns mal erstmal kurz die keltischen Fraktionen ein bisschen an und starten ein Let's Play mit dem, was daneben meinem Westrom-LP noch weiterläuft. Aber gut, fangen wir mal an, wir haben jetzt hier insgesamt drei verschiedene Länder, ja, Nationen. Die Ebdani sind die ersten. Der Anführer heißt Fusenios und hat die Religion des keltischen Heidentums. In einer turbulenten, aber goldenen Zeit befinden sich die Ebdani auf dem Höhepunkt der Macht. Dieses Volk lebt auf der Insel Hibernia. Erstmals erwähnt wurde es von dem griechischen Schriftsteller Ptolemäus in seiner Geographia im 2. Jahrhundert. Die Ebdani siedelten zwischen den Mündungen zweier Flüsse, wo sich heute die Stadt Dublin befindet. Ebenso wie die Pikten Kaledoniens wurden sie nie ins Römische Reich eingesiedelt, doch sie trieben Handel mit den Römern. Von ihrer strategisch sicheren und gut befestigten Hauptstadt aus kontrollierten die Ebdani ihr eigenes Schicksal. Sie könnten aufsteigen und über keltische Welt herrschen. Und niemand auf diesen lieblichen Inseln oder darüber hinaus wird sie daran hindern. Boah, klingt doch schon mal ganz nett. Wir haben die Fähigkeit schnelle Beute, das heißt minus 50% Bewegungsgeschwindigkeit in allen Plünderstellungen. Das ist natürlich... wie es jetzt gemeint ist, weiß ich jetzt nicht ganz, weil es hier als grün dargestellt ist. Das wundert mich ein bisschen. Ist eher negativ, dass wir wahrscheinlich im Plündern nicht so weit marschieren können. Dafür haben wir aber ein Einkommen aus Plündern in neutralem Territorium plus 200%. Aus feindlichen auch mal plus 200%. Und alle Einheiten verfügen über die Guerilla-Aufstellung, also wirklich alle Armeen. Das ist auch geil, kann ich schon mal sagen. Das ist eine coole Sache. Und die Fähigkeiten der Ebdani sind Schutt und Asche. Wir bekommen ein Einkommen durch Plündern und Rauben plus 75%, also nochmal oben drauf. Und unser Einkommen plus 100 für jeweils 10% Schaden an Siedlungen im Kampf. Auch geil. Okay, gucken wir uns mal die Pikten an. Da heißt der Anführer Andikombogios. Auch wir sind hier wieder im keltischen Heidentum. Und die Pikten verteidigen standfest ihre Heimat, hoch im Norden der britischen Inseln. Viele Jahre lang versuchten die Römer, sie unter ihre Kontrolle zu bringen und errichteten sogar mächtige Wälle, um Handel und Reisen zwischen dem Imperium und den Gebieten der wilden Nordmänner zu kontrollieren. Später beteiligten sich die Pikten an der barbarischen Verschwörung von 367 nach 300 bis 368 nach Christus während einer Rebellion der Garnison entlang des Hadrianwalls fielen Pikten ins Land ein, wodurch es um ein Haar zu einem Sieg über das Imperium in Britannien und Nordgallien gekommen wäre. Und nun müssen die Pikten alte Bedürfnisse auffrischen, wenn sie ihr Land zurückerobern möchten. Ist dies der Beginn eines vereinten keltischen Reichs im Norden? Sind die Tage der römischen Besatzung bald gezählt? Das ist hier die Frage. Wir haben auch wieder mal die Fähigkeit schnelle Beute. Und wir sind die Kinder der Nacht. Das heißt also, ermöglichen Nachtgefechte zu Land und zur See von vornherein schon. Und wir bekommen Moral plus 9 während Nachtkämpfen. Fraktion 2, was auch wieder eigentlich eine ganz geile Sache ist, denn da ich komme gut gegen große Armeen kämpfen, Leute. Kommen wir zu den Kaledoniern. Hier heißt unser Anführer Divico. Ja, Divico und hat auch das keltische Heidentum als seine Religion. Und wir fangen mal mit dem Satz direkt an. Im nördlichen Britannien sind die Kaledonier der erste Schutzwall gegen das imperiale Rom und versperren jeglichen ambitionierten Invasoren den Weg nach Norden. Ihre Herkunft ist umstritten, doch man vermutet, dass sie ein Mischvolk aus piktischen Stämmen sind, die einst vor den römischen Vorstößen flohen. Ihr Überleben verdankten sie vor allem ihren umfriedeten Gehöfen im schottischen Hochland, den Hillforts genannten Wallburgen. Tacitus, oder auch Tacitus, wer ihn so nennen möchte, beschreibt die Kaledonier stereotypisch als rothaarige, hochgewachsene, furchtlose und barbarische Männer aus dem Norden. Nach der Schlacht am Mons Graupius blieben die Kaledonier dem Imperium ein Dorn im Auge. Immer wieder fielen sie über Britannien her und plünderten nach Strich und Faden. Trotz der hartnäckigen Bemühungen des Imperiums lassen sich die Kaledonier nicht einschüchtern. Mutig trotzen sie den Schrecken ihrer Zeit, bereit, sich zu nehmen, was rechtmäßig ihnen gehört. So, das ist der Satz über die Kaledonier. Jetzt gucken wir uns mal an, hier. Tanzende Klingen, Kosten, Argumenten, Rekrutierung minus 20% ist eine geile Sache. Erfolgswahrscheinlichkeit plus 25% ist noch geiler. Und Rekrutierungskosten für Agenten minus 30%. Also, Alter. Extrem agentenstark sind meine kleinen Kaledonier hier. Aber ich habe mir gedacht, wir spielen heute mit den Pikten. Die reizt mich auch selber so ein bisschen, auch gerade wegen dieser Nachtschlacht. Das ist schon eine geile Sache. Würde ich sagen, nehmen wir die. Und wir machen allerdings eine kurze Kampagne mit denen, weil die eher so nebenbei laufen soll. Neben einer Westrom-Let's Play-Kampagne, aber auch regelmäßig, keine Sorge. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch erstmal direkt herein.
indem wir uns den Ladescreen angucken von Total War Attila. Mensch, das hat doch gepasst. Ich habe bei den Pikten schon mal kurz reingeschaut, mal gesehen, wie die Situation am Anfang ist. Also wundert euch nicht, ich weiß schon, was ein bisschen zu tun ist. Und ich finde eigentlich die Ausgangssituation ganz lustig, weil wir ganz oben im Norden sind, wo uns keiner wirklich gefährlich werden kann. Das finde ich ganz lustig. Ja. Übrigens, was viele Leute gefallen sollte, ist, dass die Kelten mittlerweile keine nordischen Einheiten mehr haben. Die sind jetzt komplett eigenständige Kulturen. Und ich finde das geil, denn dadurch haben wir jetzt hier unsere eigenen Einheiten. Vorher war es halt ein bisschen nervig mit diesen Nordeinheiten. Das hat mir nicht so sehr gefallen, muss ich ehrlich sagen. Aber na gut. Kein Problem. Kein Problem. Gut. Die Mutter eines Feiglings weint nicht. Yeah. Okay. Ich finde es halt blöd, dass die Ladezeiten immer ein bisschen lang sind bei mir, aber na gut. Kann ich nicht viel machen. Mein Weg skate leider nicht auf Bäumen. Hoffe ich mal, dass es bald besser wird, auch vom Spiel aus gesehen. Aber es ist halt Total War. Ist bei Rom 2 auch nicht besser. Habe ich auch lange Ladezeiten. Gut. Die Luft war erfüllt von Rauch und Blut. Rom war schwach. Die Stämme wurden stärker und zahlreicher. Ihre Wurzeln reichten tief. Sie spürten das Blut der Erde durch das Land pulsieren. Doch ihre Grenzen waren in Gefahr, denn im Osten tobte ein großer Sturm. Nach und nach zerstreuten sich die Stämme wie Samen im Wind. Und siehe, ein rotes Ross, und dem, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde. Das Blut der Seinen würde gerecht werden. Jäger härteten ihre Klingen mit römischem Blut und sahen ihre mächtigen Mauern zu Staub zerfallen. Sie bereiteten sich auf Krieg vor. So, in dem Sinne wollen wir mit dem Pikten loslegen. Großteils der Insel wollten euch wie Hunde im eiskalten Norden einschließen, haben so jedoch die Saat ihres eigenen Untergangs gesät. Jahre der Isolation und Mühsal haben euer Volk zu Wilden gemacht. Nun zerren sie an ihrer Leine, im Eifer sich an dem sterbenden Imperium jenseits des Hadrianswalls zu bedienen. Die Ebdani auf der anderen Seite des Wassers teilen euren Eifer und sollten sich bereitwillig eurem Banner anschließen. Die benachbarten Kaledonier müssten jedoch in Schwung gebracht werden, da sie von jahrelangen Kriegen zersplittert sind. Vereint könnt ihr wie ein Sturm aus Feuer und Tod über den Süden hereinbrechen. Gut, wollen wir mal loslegen. Ja, anfangs sollten wir mal kurz gucken, welche Forschung wir nehmen wollen. Und ich glaube, ich gehe mal eher die regionale Verteidigungskraft ein bisschen, weil ich ziemlich offensiv in den ersten Runden vorgehen möchte. Des Weiteren müssen wir ein bisschen mehr Diplomatie uns hier anfreunden. Man könnte eventuell mit den Kaledoniern da was Gemeinsames machen. Ihr seid willkommen. Doch meine Vorfahren und mein Volk erwarten, dass ihr sind. Interesse ist da gar nicht. Tierischer Zugang. Gut. Ich könnte sie auch vernichten. Das ist so eine andere Sache, die ich machen könnte. Machbar wäre es. So, legen wir euch mal hier rüber. Nein. Ich möchte nicht Steam-Lobby starten. Ist eigentlich okay. Ich habe das schon mal probiert. Man konnte da relativ früh auch angreifen. Das ist nicht so das Problem. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir hier mal erstmal entscheiden, was wir machen wollen.
Lehmgrube, Wuschel aus Industrie. Gehege. Nahrung haben wir da ein bisschen, okay. Straßenentwicklung 6. Okay, was mit Straßenentwicklung ist noch ganz auf sich hat, weiß ich noch nicht so. Ach, dann bauen die das Stück für Stück die Straßen auf. Ja, cool. Was schicken wir dahinter? Hier rekrutieren wir mal kurz ein paar Einheiten, zwar drei von den keltischen Waldläufern. Und für euch holen wir nächstes Mal einfach ein paar Söldner. Wir sehen ja, wir haben hier ein bisschen Auswahl. Na gut. Wir haben sogar Berserker, finde ich voll cool. Und Artillerie ist ganz praktisch, wenn wir später gegen die Römer einen Krieg ziehen wollen. Na gut. Das ist jetzt ein bisschen riskant, dass wir Tuesis anfangs allein lassen ist, okay. Wollen wir jetzt erstmal gucken, wie wir hier unsere Generäle ordentlich verteilen können. Bam. Die schicken wir hier rein und die schicken wir auch hier rein. Ihr seid noch nicht so weit, was bist du hier? Gefolgsmann werden. Gut, gehen wir auf Ämter und da schicken wir dich mal hier rein als Statthalter. Und dann wollen wir hier auch mal gleich Aegis, die Aegis des Teutates aktivieren. Aber wir gehen mal kurz durch, was wir hier für Erlasse haben. Wir haben einmal die Umsiedlung, das heißt minus 10% Baukosten, Wachstum plus 10%, plus 10. Kriegerriten, das heißt mehr Erfahrung durch Rekrutierung und Forschungsrate plus 2 für militärische Entwicklung. Und wir haben noch die Macht des Terranes und damit Rekrutierungskosten minus 10% für Landeinheiten, religiösen Einfluss plus 4 fürs keltische Heidentum und öffentliche Ordnung bis zu plus 4 durch keltisches Heidentum und moralische Ausbildung plus 10 für alle Rekruten, bringt die Aegis des Teutates. Was ich auch eigentlich hier am meisten haben möchte. Gucken wir uns mal kurz an. Unsere Garnison ist schön stark, das ist auch cool. Muss wir können damit noch arbeiten. Mit schön stark meine ich einfach nur, dass wir schon mehr haben als bei den Römern an Einheiten, sind allerdings schwächer als die römischen wahrscheinlich, als Beispiel. Gut. Okay, plus 1. Plus 2. Gut, dann wollen wir mal die Runde beenden. Anfangs passiert halt noch nicht ganz so viel mit den Pikten. Ich biete euch dies im Namen meines Volkes an. Es soll ein Zeichen des künftigen Wohlwollens sein. Metrisches Bündnis ist uninteressiert. Gut. Bisschen die Zahlung noch erhöhen, wäre schön. Okay, es ist annehmbar. Ich bin nicht hier. Befestigt ein bisschen unsere Zusammenhalt. Vielleicht kann ich damit nochmal ein bisschen arbeiten. Dass du später auch mit mir militärisches Bündnis oder sowas machen. Gegen die Römer ist es definitiv praktisch. Da wir jetzt auch gleich gegen die Kaledonier ziehen, wäre es da auch praktisch. Na gut. Der Grund, warum ich die Kaledonier angreife, ist simpel, weil ich einfach möglichst schnell runtergehen möchte. Minus 4 Kontrolle. Minus 15 Einfluss. Ja gut, da kann man leben. Alles erteilt. Und Krieg erklärt. Die Franken gegen die Sachsen. So, jetzt wird's lustig. Ja. So, holen wir uns mal ein paar Söldner. Boom, damit ist auf einmal so eine ganze Armee gleich. Auf Anhieb. Aber er schnappt sich natürlich die Artillerie, so ein Arschloch. Aber gut. Schick mich mal hier hin und wir greifen uns hier auch an. Ja, natürlich wollen wir den Krieg erklären. Wer sind wir denn hier? Bam. Auf jeden Fall haben wir eine große Armee. Egal was passiert, das ist cool. Würden die ausfallen hier? Bei ihm die beiden. Gut. Die Schlacht können wir gewinnen, definitiv. Das wollen wir natürlich auch. In der Nacht ist bloß immer der Sicht ein bisschen schwierig.
Das finde ich auch gerade bei dem Spiel hier sehr anstrengend immer. Mal gucken, wie wir uns da schlagen können. Weil es ist halt immer schwer, seine eigenen Einheiten zu sehen hier drin, da es so dunkel ist. Ist ein bisschen knifflig. Aber das kriegen wir schon hin, Leute. Bin ich der Meinung. Ich bin der Meinung, wir kriegen das hin. Wir packen den Caledonia hier. Machen ihn fertig, zerfetzen in der Luft und gehen danach gleich auf seine Stadt los. Wäre auch cool. Denn dann haben wir schon mal gleich unsere erste Stadt erobert und haben dann 2 Stück. Ist auch cool. Wir haben schon fast die ganze Provinz. Und auch die Ebdani würde ich eigentlich noch gerne vernichten wollen. Später. Es ist einfach ein Problem weniger, kann man so sagen gleich. Es ist dann einfach so. Na gut. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Wäre nur schön, wenn er mit Laden mal fertig wird hier. Und dann kann ich die noch endlich in die Weichteile treten. Yeah. Bösen Caledonia. Mal sehen, was wir für ein Wetter haben. Trocken ist gut, da sieht man mehr. Und wir können auch mal gleich die Guerillastellung auch nutzen. Direkt. Direkt am Anfang schon. Ich jetzt so überlege, wo ich angreife. Ich habe 4 Fernkampf, von daher würde ich den Kampf sowieso gewinnen hier. Ich nur wenig Sorgen zu machen. Ich habe auch mehr als er. Von daher gehen wir relativ offensiv vor. Die Kavallerie behält da zentral bis relativ rechts. Auch gut zu wissen. So. Schicken wir dich mal hier hin. Euch halten hier bereit. Auch in offener Formation bitte. Okay. Euch hier hin. Euch hier hin. Gruppieren bitte. Gruppieren. Euch bald mit zurück. Und dich behalten wir hier. So. Und los geht's. So, die 1 direkt dahinter. Die 3 dann gleich hier hin. Die 5. Hier rüber. Ja, shit, die müssen wir doch hier behalten, aber gut. Ist kein Problem. So, hier aktivieren wir mal schweren Beschuss. Euch bewegen wir hier rüber gleich. Und dich hier. So, den Kriegsherr schicken wir auch mal schnell durch und euch bewegen wir hier rüber. So, die 6 muss hier schnell rüber. Na, komm schon, da müssen wirklich jetzt viele fallen hier. Dass der Trupp da kein Problem mehr ist. So, schnell rüber mit euch. Und ihr geht mal hier hin, bitte. So, die 6 hier hin dann schnell. Oh, ich muss hoffen, dass da nicht zu viele durch Teamkill töten. So, hier schnell rüber mit euch. So, und euch mal schnell hier enger formiert. Und zack, die 6 muss auch weiter. So, hier rüber mit euch. Ah, die darf ich nicht angreifen. Shit. So, hier schnell rüber mit euch. Ihr kommt mir hier bitte schnell hin. Ich behalte mir jetzt hier noch. Und die 2, schnell rüber hier. Ihr habt jetzt normalen Beschuss, bitte. Ihr kämpft jetzt schnell in die Kavalle. Ah, shit. Schnell rüber hier mit euch. Das Ding gewinnt meine sowieso hier. Von daher wenig Sorgen machen. Super. Schnell rüber hier mit euch. So,
So, Angriff bitte. Der General wird jetzt auch ausgeschaltet hier. Perfekt. Na los, schaltet ihn aus. Uiuiui. Und ihr schießt heute schnell hier drauf. So, und hier bitte drauf losgehen. Zack, die fliehen auch geil. Die fliehen auch gleich. Und ihr schaltet mal das Schnitt hier drüben aus, bitte. Super, perfekt. Läuft doch langsam. So, schnell rüber mit euch. Und du schaltest bitte den hier noch hinten aus. Jetzt hier aus, wie viel fliehen hier? 4, 21, 20. Ja, es ist okay. Spur ein bisschen vor. Gut, dass wir das Ding gewonnen haben. Die Bogenschütze hier drüben will ich noch ausschalten jetzt erstmal. Die sind mir noch wichtig. Weil sie nicht die Bogenschützen, die Briganten, die müssen weg. Die machen nur Stress. Später noch. Das will ich nicht. Deswegen töte ich es einfach. Ja, so einfach ist es. Oh, die Falken hier. Super. Perfekt. Gefecht beenden. Macht mich happy. Macht mich wirklich happy. So, da haben wir jetzt die einfach mal komplett vernichtet, haben selber kaum verloren, das ist super. Weil Infanterie ein bisschen zu viele meiner Meinung nach eintritt, könnte sogar vielleicht tot sein, aber okay. Nächste Schlacht haben wir auch die Chance zu arbeiten. Und ich kann einfach jetzt die Armee, die ich noch in der Reserve habe, als Ausgleich mitnehmen. Ein paar Einheiten reinschieben hier, das ist eine ganz coole Sache. Kann ich im Anschluss auch da angreifen. Das wäre schon cool. Aber na gut. Na gut. Das packen wir schon, Leute. Das packen wir. Das wird kein Problem sein, das Ding zu gewinnen hier nach Hause zu bringen. Yeah! Ah, ja. Cool. Den ersten schon mal ausgeschaltet, fast. In der Stadt wird es ein bisschen lustiger wahrscheinlich. Überlegen, ich glaube, da lohnt sich Nachtangriff eigentlich gar nicht für uns. Bei ihm ist nicht viel Verstärkung übrig geblieben, von daher können wir auch am Tag kämpfen. Dann kriegen wir unsere Verstärkung noch dazu. Wie lautet euer nächster Befehl? Super, die sind fast tot, das ist cool. Ich erwarte eure Befehle. Bereit zum Kampf. So, belagern wir hier erstmal. Die Siedlung wird belagert. Jetzt tauschen wir ein paar Einheiten aus. Für euch zwei bitte. So, zack. Jetzt ein bisschen bessere Einheit mit dabei. So, und hier nochmal bitte vielleicht die Speerkämpfer von ihm hier. Austauschen gegen meine Axtkrieger wäre auch eine Möglichkeit. Okay, jetzt ist seine Armee auch wieder ein bisschen stabiler hier, das ist super. Und wir haben jetzt eigentlich schon den ersten Part beendet. Also können wir eigentlich auch jetzt beenden, sagen wir es mal so. Wir haben eine Menge geschafft. Wir haben ein paar Einheiten rekrutiert und wir haben auch schon die ersten erste Nation auch schon angegriffen. Können hier jetzt noch ein bisschen was auswählen, was auch cool ist. Und dann machen wir mal auf Wolf. Gibt mehr Nahkampfangriff. Ist auch cool. Okay, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, eure Meinung, Tipps, Kritik und Anregungen unten reinschreiben, wie auch immer. Und ich würde mich auch selber einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, Leute, denn dann weiß ich, was euch wirklich gefällt und ich kann auch darauf reagieren. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.